Der Unterschied zwischen ausziehen, umziehen und einziehen. Was ist da der Unterschied? Erstmal ziehen. Ziehen bedeutet to pull. Ja? Ich ziehe etwas. I pull something. So, jetzt ausziehen bedeutet, du ziehst in eine andere Wohnung. Du ziehst aus. Ja? Ausziehen means to move out. Dann haben wir umziehen. Das bedeutet, du wechselst deine Wohnung oder dein Haus. You change houses, basically. Und dann haben wir einziehen. This means to move into a new place. So, und wir ziehen heute aus. We are moving out today. Deswegen ist diese ganze Wohnung leer. This why this place is empty. Die Wohnung ist leer. The apartment is empty. So, und jetzt ziehen wir um mit den Boxen. We are moving with these boxes. Und dann ziehen wir in die neue Wohnung ein. Da ist unser Zeug. Wir ziehen um. Und hier ziehen wir ein. This is where we move into. Willkommen in der neuen Wohnung. Die meisten Möbel sind schon hier. Most of the furniture is already here. Und das ist jetzt unsere neue Wohnung. This will be our new apartment. Und jetzt sich umziehen. Ich ziehe mich jetzt um. Ich habe mich umgezogen. Also, ich habe meine Kleidung gewechselt. And now, how do you say to put on clothes and to take off clothes? To put on, ich ziehe mich an. Okay, ich ziehe mich an. Oder ich ziehe mir die Jacke an. But that's a bit more complicated. And how do you say to take off clothes? Ich ziehe mich aus. Ja, oder ich ziehe mir die Jacke aus. Viele Wörter, lots of words. So, let's summarize. First we have, ich ziehe aus, which means I move out. Ich ziehe um, which means like I move. Ich ziehe ein, which means I move in. And now with clothes, yeah, it's always reflexive. Remember that. So, for example, ich ziehe mich aus. I take off clothes. Ich ziehe mich um is like I change clothes. And the last one, ich ziehe mich an. Notice here how the prefix is an and not ein, as in ich ziehe ein. Yeah? Ich ziehe mich an and this means I put on clothes. And what is the past tense? Was ist die Vergangenheit? Ich bin ausgezogen. Ich bin umgezogen. Ich bin eingezogen. And now for the clothes. Ich habe mich ausgezogen. Here, very important. Notice how we use habe now instead of bin. So we use the helping verb haben instead of sein. Ich habe mich umgezogen und ich habe mich angezogen. So, write one sentence with one of these in the comments. So, for example, you could say, letzte Woche bin ich umgezogen. Oder heute Morgen habe ich mich angezogen. And so on. Let me know in the comments. Yeah, one sentence. I know it's not so easy. Ich weiß, das ist nicht so einfach. I hope you enjoyed this video. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und geholfen. Yeah, I hope it helped you. Und ja, Dankeschön. Ich ziehe mich jetzt um. Ciao, ciao.